aus, probier es auch. Und heute probiere ich Ofenkürbis und das ist super lecker und total einfach gemacht. Es ist vor allem sehr lecker als Beilage, dazu könnt ihr noch was anderes essen oder auch als Snackmöglichkeit, wenn es etwas Gesünderes sein soll zum Snacken oder zum Beispiel auch als Beilage für irgendwie ein Partybuffet. Das kann man nämlich auch sehr gut kalt essen. Schmeckt super lecker und ist total einfach gemacht. Und für diesen Ofenkürbis verwende ich hier den Hokkaido, denn der muss wie andere Kürbissorten nicht geschält werden. Und da müsst ihr wirklich nur abwaschen und dann könnt ihr den schon gebrauchen. Und deshalb ist es einer von meinen Lieblingskürbissorten und außerdem schmeckt er auch noch super lecker. Natürlich könnt ihr auch andere Kürbissorten verwenden. Ihr nehmt einfach die Kürbissorte, die ihr am liebsten habt oder probiert mal andere Sorten aus. Schaut einfach darauf, dass die für den Backofen geeignet sind und informiert euch, ob man den davor schälen muss oder nicht. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, ja gut, Ofenkürbis ist ja nichts Spezielles, aber ich habe mir was Spezielles ausgedacht und zwar werde ich eine Panade machen. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja gut, Panade, nehme ich doch ein bisschen Paniermehl. Nein, das mache ich nicht, sondern ich nehme Cashews und mache daraus eine Panade und das ist super lecker, denn ich liebe ja Cashews sowieso und schmeckt richtig lecker, ist mal was anderes und vor allem gesünder als das übliche Paniermehl, denn Paniermehl wird ja aus altem Brot hergestellt, also ist ja Weizen und hat wiederum Gluten, also wer das zum Beispiel nicht verträgt, für denjenigen ist diese Variante auch sehr geeignet. Und die Cashews sind ja super gesund, sind ja Nüsse, haben gute Fette und deshalb habe ich gedacht, damit müsste es doch auch funktionieren und tatsächlich, es funktioniert und schmeckt super lecker. Und wie das jetzt geht, das zeige ich euch jetzt. So, den Kürbis habe ich jetzt in 1 bis 2 cm dicke Streifen geschnitten und lagere den jetzt so lange hier auf dem Backblech. Jetzt geht es weiter mit der Panade und dazu braucht ihr ungefähr eine Handvoll Cashewkerne und die Gewürze eurer Wahl. Alles kommt jetzt in den Mixer und wird so lange gemahlen, bis Paniermehl, Mehl daraus entsteht. Und schon ist die Cashewpanade fertig. Die habe ich jetzt hier zurück in den Suppenteller umgefüllt. Das erleichtert mir nachher das Panieren. Und ganz wichtig ist, nicht zu lange mixen, denn sonst entsteht euch Cashewmus. Und als nächstes muss ich die Kürbisschnitze mit Öl bestreichen, denn daran haftet dann die Panade. Und ich habe jetzt hier ein bisschen Olivenöl gewählt. Ihr könntet zum Beispiel auch Kokosöl nehmen oder Erdnussöl oder Rapsöl, was ihr gerne habt. Und ich verwende dann hier so einen Backpinsel, dann kann ich das ganz einfach verstreichen und sehr wenig und kann es dann anschließend panieren und dann kommt das Ganze wieder zurück aufs Backblech. So, meine Kürbisschnitze sind jetzt fertig paniert. Jetzt geht das Ganze in den Ofen und zwar bei 200 Grad Umluft, ca. 15 bis 20 Minuten. So lange einfach, bis sie innen weich sind und außen noch nicht verbrannt. Also achtet ein bisschen darauf und dann könnt ihr euch auf ein leckeres Mittagessen freuen oder zum Beispiel Abendessen oder auch ein super leckerer Snack für zwischendurch. Die Ofenkürbisschnitze sind jetzt fertig gebacken und es duftet hier herrlich. Die sehen schön aus.
sehen lecker aus und die sehen nicht nur so aus, die schmecken auch lecker. Und es ist wirklich mal eine Abwechslung, eine Cashew-Panade statt der üblichen mit Paniermehl. Und ich finde, das schmeckt mir viel, viel besser als das andere. Müsst ihr mal ausprobieren und dann könnt ihr mir gerne Feedback geben. Das könnt ihr am besten hier in den Kommentarfunktionen oder auf meinem Blog frojannik.com. Und dort habe ich übrigens auch immer alle Mengenangaben für euch aufgeschrieben. Oder schickt mir ein Foto auf Instagram unter dem Hashtag frojannik, denn dann kann ich es sehen und das freut mich jedes Mal total. So, für mich war es das für heute. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag, viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Jannik.